Ja, hallo, und da sind wir wieder bei Let's Walkthrough GTA 3. Und ja, mein Versprechen, alle Missionen hier auf Portland in einem Mal abzuschließen. Das war okay. Das war wohl ein bisschen übertrieben. Na, ich glaube, ich brauche den Transporter für die nächste Mission nicht. Ach, Kinder. Genau, das war ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es braucht wahrscheinlich noch zwei weitere Aufnahmesessions, dass ich alle Missionen hier auf... was befährt der mich noch, der Idiot? Ich brauche ein Fahrzeug, das ein bisschen Pep hat. Ich nehme den Taxi. Und zwar haben wir jetzt den Tony von der Mafia, also von der Leone-Familie, als Auftraggeber. Aber wir haben auch einen neuen Auftraggeber für Nebenmissionen, und zwar der mysteriöse El Burro. Und dann schauen wir doch mal, was der von uns will und wer das überhaupt ist. Gran Turismo. This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are getting a reputation on the streets. There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints wins the prize. Ja, super, ein Straßenrennen, das ist ja Hammer. Wo ist jetzt unser da. Ich weiß da nämlich gerade in der Nähe ein Ort, wo man relativ günstig, einen ganz schnellen fahrbaren Untersatz bekommt. Und den werde ich mir mal unter den Nagel reißen. Und komme ich hier überhaupt durch? Ja, hier komme ich auch durch. Nein, komme ich nicht. Schade. Kann ich wenigstens hier durch? Ja, ich wollte eigentlich abkürzen, aber es ist mehr Umweg als alles andere. So. Nehme ich mir hier den schönen Benji. Und mit dem machen wir das Rennen. Ich fahre noch schnell in meine Garage, dass der ein bisschen ganzer ist, weil ich glaube, bis ich dort bei der Kelle. Der schießt hier eigentlich auf wen? Ah, die Mafiosi und die Diablos kämpfen gegeneinander. Okay, ich wusste gar nicht, dass die Krieg miteinander haben. Ja, das werdet ihr dann noch sehen. Also, ich habe da irgendwie mal ein bisschen gelesen. Also, hier in Liberty City hat jede Gang irgendwie mit der anderen Krieg und dann wieder doch nicht. Und das ist, ja, fressen ein Fressen und gefressen werden, kann man sagen. So, bringen wir das Fahrzeug schnell in die Garage. Ah, das geht jetzt gar nicht, weil der andere... Okay, dann müssen wir das halt so machen. Dann stellen wir den... Dem mache ich das Rennen sicher nicht. Ich möchte nämlich das Rennen gewinnen. Stellen wir den mal rein. Das dachte ich schon, der Security Car sei verschwunden. So, jetzt ist er nämlich wieder repariert. Und möglichst nicht wieder schrotten, ja. Und jetzt stelle ich den wieder rein. So. Klappt doch wunderbar. Jetzt sammeln wir hier noch unsere Waffen ein. So. Jetzt geht's auf zum Rennen. Ja, und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde das gleich wie bei Vice City mit den Rennen machen. Und zwar werde ich wieder, also nicht warten am Start, sondern ich werde die anstupsen von der Seite und ja, dass ich schon mal ein bisschen Vorsprung habe. Ja, weil ich möchte jetzt nicht da, ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich fehle und ich möchte eigentlich nicht euch, ja, ist ja ein Let's Walkthrough, nicht ein Let's Fail. Sag mal,
Bin ich jetzt am Start vorbei oder ist er irgendwo anders? Ah, da hinten ist es. Jo, und ich komme natürlich von der falschen Seite. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die nicht berühre. Genau. Genau, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt hole ich mir nämlich schon ziemlich Schwung. Ja. Und das geht natürlich voll in die Hose. Na super. Und ich habe sowieso keine Ahnung. Ich bin die Strecke noch nie gefahren. Ich habe keine Ahnung. Ah. Ist hier der Checkpoint oder was? Hä? Hier ist ja gar nichts. Das ist ja voll die Verarsche. Ah, das wäre der nächste. Okay. Und ich glaube, ich muss mir einen anderen Wagen holen, weil mit dem das Handling ist. Okay, da hat schon einen auf den Rücken geworfen. Das heißt, ich bin Dritter. Schon mal ein Fortschritt. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist der Zweite, den es mir anzeigt. Aber ich glaube, ich bin falsch. Ich hätte hier durch müssen. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo es durchgeht. Und ich brenne sogar. Ja, ich glaube, das Rennen müssten wir nochmal machen. Und zwar nehme ich mir schon mal so einen hier. Der ist doch sicher cool. Hey, was? Ich bin Zweiter? Ich bin Zweiter? Vielleicht habe ich ja doch noch eine Chance. Wenn der es voll verkackt, die Nummer 1, dann habe ich vielleicht sogar doch noch eine Chance. Das einzige Problem ist jetzt, ich habe keine Ahnung, wo ich durchfahren muss, weil so viele Lichter blinken überall. Und was ist jetzt mit dem Computer los? Ach, komm schon. Komm, ich fahre jetzt einfach dem nach. Weiß ich wenigstens wodurch. Ja, was? Was war jetzt das? Also ich brauche definitiv ein anderes Fahrzeug. Ich nehme am besten den Polizeiwagen. Ja, überfährt mich noch der Taxi. Toll. Oder soll ich den Mafia nehmen? Na komm, ich nehme den Polizeiwagen. Ist natürlich wieder abgeschlossen. Ach, wisst ihr was? Das ist mir zu blöd. Ich lade jetzt einfach den Spielstand. Die Flucht, genau. Flüchte mich in den alten Spielstand. Und hole mir jetzt einfach schnell einen Mafia. Und mache dann das Ganze nochmal. Hier wieder natürlich brav alles einsammeln. Das Ganze nochmal kommen.
diese Taxis. Also. Naja, wissen wir schon, alles klar. Gran Turismo, schnellen Wagen schnappen. Genau, holen wir uns den. Jetzt kennen wir auch die Strecke schon ein kleines bisschen. Holen wir uns einen Mafia. Und dann sollten wir doch keine Probleme mehr haben. Ah, das wäre. Na, ich weiß nicht, wäre das einer gewesen oder ist das nur ein normaler Sentinel? Ist das dort ein Mafia? Nein, ein normaler Sentinel. Aber komm, ich fahre jetzt mal nach hinten mit dem zum anderen Mafia. Da müsste ja, glaube ich, hier irgendwo sein. Ja, genau, hier. Wo ist der Start? Das ist wirklich nervig mit diesen Symbolen. Ja, diese Triaden blockieren hier die Straßen wie ein Fisch. Lass dann auch, da vorne sind die Jungs gut. Ja, jetzt sind mir diese blöden Taxis im Weg. Okay, jetzt weiß ich, wie ich schauen muss. Ich muss schauen, wo der nächste ist. Genau, und dann quasi schon. Genau, so funktioniert das. Ja, hinten ist, glaube ich, einer, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das Handling ist halt viel besser vom Mafia als da von den schnellen Autos. Und eben, wir hatten ja schon von Anfang an einen guten Vorsprung und kennen auch die Strecke einigermaßen.
So, und die Ziellinie und niemand folgt uns. Ja, unglaubliche Zeit, 173 Sekunden. Was war jetzt da los? Egal, wir machen gleich die nächste Mission von El Burro, weil ja, das war jetzt ja eigentlich mehr Spaß. Das war jetzt nicht wirklich eine echt harte Mission. Hab's zwar auch erst beim zweiten Anlauf geschafft, aber egal. Sorry, ich muss Termin.